Thomas Pfluger blickt zufrieden auf seine Solaranlagen. Gerade in diesem Monat haben sie Strom fast im Überfluss produziert. Was aber nicht im Haus oder für das E-Auto verwendet wird, kommt wieder später in den Speicher. Ja, man sieht hier den Solarwechselrichter. Da kommt hier der Strom von den PV-Modulen runter, vom Dach. Und daneben haben wir die Sonnenbatterie, die ihrerseits wieder die Energie in die Batterie lädt. Wie viel Strom seine Anlage produziert, kann er dabei überall in Echtzeit auf seinem Smartphone sehen. Man sieht jetzt, dass 2,3 Kilowatt vom Dach kommen, 0,5 kW werden im Haus verbraucht und der Rest geht in die Batterie und lädt die Sonnenbatterie. All die Daten der Solaranlagen mit der dazugehörenden Speicherkapazität laufen zentral im Berliner Rechenzentrum der Sonnen GmbH zusammen. Die Speicher selbst werden jedoch weiter in Wildpolsried im Allgäu produziert. Die Belegschaft wurde seit letztem Jahr weltweit von 800 auf 1600 verdoppelt. Ebenso die Produktionskapazität von 60 auf 120.000 Einheiten. Mit der kontinuierlichen Vernetzung der privaten Speicher in ganz Deutschland entstand nun mit aktuell 25.000 Speicher und 250 Gigawattstunden das nach eigenen Angaben größte virtuelle Kraftwerk Europas. Die Vorteile eines virtuellen Kraftwerks sind, dass wir bestehende Infrastruktur in den Haushalten unserer Kunden nutzen können, die ohnehin schon da ist, wie zum Beispiel Stromspeicher, um damit Schwankungen im Stromnetz auszugleichen und damit die Stromnetze ein Stück weit flexibler machen können. Die Vorteile für die Endkundinnen und Kunden sind, dass sie eine Gewinnbeteiligung an diesem virtuellen Kraftwerk erhalten, die zusätzlich zum Eigenverbrauch gezahlt wird. Wildpolsried gilt als Vorzeigeort für erneuerbare Energien in ganz Europa. Und Thomas Pfluger hat seine Investition in einen eigenen Speicher nie bereut. Wir haben vorher mit Autoladen 2.400 Euro im Jahr bezahlt und seitdem zahle ich noch 400 Euro, seit ich diese Installation habe. Die Produktion der Sonnenbatterien läuft auf Hochtouren. Ziel ist 1 Gigawatt Leistung. Damit würde der virtuelle Speicher, so die Firma, auch eine mögliche Alternative zu den planungs- und kostenintensiven Stromtrassen darstellen.